Leute, original handgemalte Jürgen Klopp-Aufstellung von 2004, als er das Gesicht von Mainz 05 war. Aber der BVB-Fan sagt sich natürlich zu Recht, hey, Kloppo, das ist unserer. Ja, der hat uns zum Meister gemacht. Ja, was jetzt? Inzwischen ist er eh im Mutterland des Fußballs in UK. And everybody in Liverpool loves him and they call him the normal one. Could you please drive me to the training ground from FC Liverpool? I'd rather you go there. Oh. Sorry, wrong cab, huh? Yes. Cab, Everton. Everywhere those Everton fans. Oh my goodness. Okay, so I get me another cab. See you, bye. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I see. It's alright. Da 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 da. Here comes, bitte? Beatles. Beatles, ja, ja. Geil, geile Kassette. Here comes the sun, and I see. It's alright. Da 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 da. Ich bin ein bisschen sentimental hier in Liverpool. Ich habe immer davon geträumt. Meine Mama hat mir diese Kassette geschenkt und ich habe die mit 10 rauf und runter gehört. Und man muss dann noch so... Ja. Also das ist echt interessant für alle jungen Menschen da draußen. Das ist eine Musikkassette. Ja. So. Wenn die nicht mehr funktioniert hat, dann muss man die... Genau, mit Bleistift. Von Hand oder mit Bleistift. Ja, das ist ja schön. Das ist ja wirklich das ja nostalgisch. Klangtechnisch nicht allerhöchstes Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist heute schon ein Ticken besser. Okay. Als echter Liverpoolian am Anfang kurzer Beatles-Test. Ich sing an, du musst nachsingen. Okay, danke. Achtung. Mal sehen, ob es kann. All you need is love. Ra-da-da-da-da. All you need is love. Okay, der war einfach. Ja. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. War auch sehr einfach. Mhm. So, jetzt kommt ein schwierigeres. Help! I need somebody's help! I need somebody's. Not just anybody, help! Because I need someone. Das hast du die Kopfstimme. Jetzt habe ich die Kopfstimme. Oh Gott. So, letztes. Yesterday. All my troubles seem so far away. Aber aus aktuellem Anlass singen wir das anders. Yesterday. All my hamstrings seem so fun. Wusste ich, dass er das gefällt. Ja, ich liebe Okay, ich glaube, du hast den Test so gut wie bestanden. Ja. Einmal Jürgen Klopp spielen an seinem Schreibtisch. Geil. Das war klar. German. Betriebsspionage. Oh, oh. Hello, Klopp. Manchester City. No, wrong Klopp. That's Liverpool. Okay, get off the line. Hast du schon ein bisschen Scouse gelernt? Ja. What can you say in Scouse, Mister? Praktisch nichts. Ich verstehe es ein bisschen besser. Ich kann Bosta sagen, weil man das Isaac... Bosta heißt so viel wie... Ja, geil. Ja, super. Super, wie, ja. Wie heißt es mit dem? Ich habe Probleme, ich bin ein bisschen schlecht drauf. Das habe ich vergessen, aber give me a bifters. Das heißt, gib dein Bestes. Das klingt sogar irgendwie halbwegs... Give me a bifi, give me a bifters. Give me a bifters heißt das. Ansonsten nichts. Scouse ist eine ganz witzige Sprache. Mhm. Jetzt sind wir beide Schwaben und wissen, dass auch das durchaus... Haben wir keine Probleme mit, gell? Wenn nein, mit Dialekten, Fetze. Genau. Das Scouse an sich verschluckt ungefähr 80% all dessen, was er sagen will. Aha. Und setzt voraus, dass du es trotzdem weißt. Das heißt, wenn die Jungs sich keine Mühe geben... stehst du komplett auf dem Schlauch. Sehr das hat geil. Mit Englisch nichts zu tun. Was ich geil finde, ist ja dieses Schottisch. Und wenn du so diese PKs hast und die Journalisten klingt kommen... Schottisch. Da gibt es bestimmt ein paar, die da ungefähr so sprechen. Ich will mal sehen, ob du das verstehst. Wir sagen da, did you see what a lovely great attack on the Raton said from Henderson? Ja, das klingt ein bisschen wie bayerisch. Ja. Verstehst du das, wenn die so schottisch? Oder musst absolut. Du dann zweimal nachfragen? Absolut. So, nein, weil unser Pre-Match-Analyst... Mhm.
genannt Braveheart, weil er Schotte ist, der spricht dementsprechend so. Und das war natürlich die ersten, das ist eine relativ wichtige Sitzung, wenn du mit dem Primage eines zusammensitzt, ja, und der dir vorstellt, über den nächsten Gegner vorstellt und so weiter. Und dann fängt einer an und hat praktisch, du denkst, Englisch ist okay, und dann spricht einer Schottisch, der sich zwar Mühe gibt, aber das hilft jetzt auch nicht so richtig. Mittlerweile verstehen wir ihn aber tadellos. Wie ist es mit dem Englischlernen? Muss ich mir vorstellen, du hast dann, als du wusstest, es geht nach Liverpool, hast du dann irgendwie Telecolleg Englisch, hattest du einen Coach? Wie hast du Englisch gelernt? In der Woche habe ich tatsächlich zu Hause mit meinem Cellphone gesessen, habe mir eine unfassbar teure, 28 Euro teure Englisch-App. Da kommt der Schwab raus. Ja, das war scheiße. War scheiße. Aber, und habe dann einfach so ein bisschen, ja klar, über die Sachen nachgedacht, die mir einfach so wichtig sind, die ich sehr wahrscheinlich brauchen werde. Ich habe jedes einzelne Wort nachgeschlagen, war selber überrascht, wie viel ich mir davon merken konnte. Okay. Mal ganz im Schnelldurchlauf. Pressing. Umschalten. Ja, Transition. Transition. Anlaufen. Keine Ahnung, aber so noch nicht. Das macht ihr auch nicht in Liverpool. Doch, wir geben uns Mühe, aber wir beschreiben das. Ja. Ja. Walking on. No, it's to move. It's to move. The close gaps, close spaces, things like this. Okay. So, jetzt, Kloppo ist natürlich auch, wie man ihn kennt und liebt, ein bisschen so manchmal der Aggro-Typ. Das war früher. Und der Papst ist katholisch. Ja. Wenn du jetzt einmal so anschreist, ist ja positiv, man muss auch mal schreien. Und im Deutschen hättest du ja dann wahrscheinlich gesagt, ey, du Blinder. What do you say then? You das Blinder? Ist, oder ja, was? Das ist ehrlich gesagt total schwierig. Also ich habe natürlich ganz wenig Schimpfworte drauf. Es muss ja ankommen, dass du sauer bist. Es muss ja ankommen bei dem Typ. Das ist ja bei mir das Gute. Man sieht mir das ja am Gesicht ja an. Also, ich brauche ja gar nichts sagen. Man sieht ja schon. So. So, letztes Wort. Dopingkontrolle? Pisscheck. Drecksack! Hat er mir die Pointe? Hast du das gelesen oder nein, was? Nein, habe ich nicht gelesen. Aber das war, als ich noch letztes Jahr in Dortmund war. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Lukas Piszczek ist 7-mal in der Saison ausgelost worden. Nein! Nein! Nomen ist ja, Omelette. Absolut. Ja. Okay, Pointe geklaut. Sorry. Sehr geil, macht nichts. Schwäbisch, ob er noch ein bisschen Schwäbisch schätzen kann, habe ich mir hier aufgeschrieben. Könnte, kann er. Könnte was, ja. Hättest du mir vielleicht 2-3 Fragen auf Schwäbisch beantworten? Kein Problem. Wie heißt der chinesische Nationaltorhüter? Keine Ahnung. Hedge Hanken. Kannst du es noch nicht? Nein. Wusste ich. So, Erdbeermarmelade auf Schwäbisch? Erdbeergselz. Brechtingsgselz. Sorry. Da ist Schwäbisch jetzt geschimpft. Ja, stimmt, ja. Kartoffel? Kombier. Sehr gut, er weiß es wirklich. So, als Letzte auf Schwäbisch kannst du ganz schnell sagen, der Papst hat spät bestellt. Der Papst hat Spätzle spät bestellt. Das hättet ihr wahrscheinlich auch nicht sagen können, als ich da noch gewohnt habe. Wahrscheinlich. Es wurde bei mir in der Familie nicht so extrem geschwäbelt, weil mein Vater ja Pfälzer war. Ah, okay. So, und dadurch war das ja ein Mischmasch. Also das ist ja ein Bayern-Reichschmeckter. Okay. Wie bist du zum Fußball gekommen eigentlich? In welchem, jetzt wird es ja normal, wie bist du zum Fußball gekommen? Wie Thorsten Wegert, immer die Lombarder Straße. mit der S6 nach Wattenscheid. Über die Castro-Border. So bin ich zum Fußball gekommen. Ja, sehr gut. Nee. Die Turnhalle war direkt bei uns gegenüber vom, also die Schule war direkt gegenüber vom Elternhaus und da eben auch die Turnhalle. Und als das erstmal das Licht anging im Winter und ich dann so gefragt habe als Fünfjähriger, was macht denn der Trieder? Dann hat meine Mutter, musste erstmal nachfragen und da wurde die E2 in Glatten gegründet gerade. Also für die ganz Kleinen. Gab es damals ja nicht. Also Bambini und so ein Zeug gab es ja direkt nach dem Krieg nicht. Und da bin ich darüber und habe da angefangen und es war vor Liebe auf den ersten Blick. Okay. Ja. Und im ersten Pflichtspiel habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Oh. Gegen Freudenstadt. Spielverein Freudenstadt. Meine Eltern waren nicht da. Aha. Die hatten damals eine Kreuzfahrt in ihrem Leben gemacht und die genau da. Und da bin ich, wie viele Male später in meiner Karriere, auf den Ball getreten und dumm auf die Schnauze geflogen. Und dann hat mir damals Schlüsselbein gebrochen, aber der Opa war dabei, der Karl. Und hier stand ein Knochen raus und er hat gesagt, das ist nichts. Ja, weiter spielen. Nein. Doch. Und es gab richtig Theater, als meine Mutter nach Hause kam und ich hatte dann Knochen rausstehen. Und der Opa hat gesagt, der heilt ein bisschen. Oh. Aber das ist nicht schlimm. Nee, das war der Beginn meiner wahnsinnigen Karriere. Okay. War auf den Ball getreten und Schlüsselbein gebrochen. Das passt irgendwie zu dir. Ja. Da gibt es einen Haufen Leute, die das genauso sehen würden. So, jetzt geht's ab in die Kantine. FC Liverpool Kantine. Hier in der Liverpool-Kantine gibt es natürlich nur
Lecker. Vom Allerfeinsten. Ja. Hier ist der Kloppo. Seine Fish and Chips. Ganz exklusiv. Natürlich gesunde Fish and Chips. So, und dann geht's raus hier. Auf den Trainingsplatz. Wow. The good, perfect English pitch, as they say here in Liverpool. It's important to have a good pitch, otherwise you cannot win the Premier League. Look at that. Liverpool, come on! So, jetzt kommt ein ganz brutaler Sprung. Andere Jugendliche, die hoffentlich unseren Film sehen, die sagen, ah ja, Fußballprofi, das ist schon mein Ding. Welche Mentalität braucht es eigentlich für so einen Jungen heutzutage, um das Liverpool, Dortmund, Mainz zu erreichen? Was würdest du sagen? Also Punkt 1, du musst es besonders gerne machen. Also es ist jetzt nicht so, es reicht nicht, dass du sagst, das ist eine relativ gute Chance, in irgendeiner Form viel Geld zu verdienen und sowas. Das ist der Weg viel zu lang. Das hält dich nicht in der Spur. So, du musst das relativ gerne machen. Wie mit allem Leben, was du relativ gerne machst, sollte dir im Grunde genommen leicht fallen, mehr zu machen, als andere tun. So. Und dann, dann geht es einfach darum, und das ist heute schon schwieriger geworden, dass die ganzen Ablenkungen, die es dann so gibt, dass man die durchaus auch, also mich davon nicht ablenken lässt. Also unsere Zeit, als das einzige Computerspiel beispielsweise war, glaube ich, dass der Strichtennis auf dem Atari. Ding, ding, ding. So, da hat man durchaus schnell auch genug von ablenken gehabt. Ja, so, das heißt, drei Programme und so weiter. Die Mädels, ja, Gott, da konntest du, die 80er Jahre, sage ich mal so, die haben so dicke Pullis angehabt, da wusste gar nicht, was passiert. Das ist ja heute alles völlig anders. So, und, Ablenkung, ne? Ja, ja, und deswegen in der Spur zu bleiben, das ist einem schon selber überlassen. Werte im Fußball. Und letztens dachte ich klaue mal bei Kloppo und habe da so ein Trikot gemacht mit der 4, Kloppo. Und habe dann, geht da ins Kino und guckt in 3D heutzutage. Und da habe ich dann erfunden, denken in 4D. Also es geht um Werte. Ich glaube, man bringt es weit als Persönlichkeit. Und in der Bundesliga heißt es ja sehr, sehr oft, wir suchen Fußballer, die Persönlichkeiten sind. Mit Dankbarkeit, Demut, Durchhaltevermögen und Disziplin. Würdest du sagen, das sind diese 4Ds? Ja, aber das ist nicht auf den Fußball bezogen, sondern schon aufs Leben überhaupt bezogen. Überhaupt generell? Absolut. Ja? Absolut. Okay. Ja. Also ich finde, Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und warum? Na, einfach, weil alles andere ja vergessen bedeuten würde. Also man ist ja dankbar für etwas, was einem getan wurde. Mhm. Und ich finde, jeden Tag, den ich das machen darf, was ich da machen darf, hat ausgesprochen das Glück empfinde. Und dass das jetzt noch dann auch noch gefragt ist und ich die Chance bekommen habe, das machen zu dürfen, dieses Glück kann ich wirklich immer noch kaum fassen. Jetzt die Flüchtlingskrise siehst, ist natürlich Wahnsinn, dass wir so tun, als hätten wir irgendwie, als wären wir diejenigen, die dafür gesorgt hätten, dass es in Deutschland sich so lohnt zu leben. So, das waren andere Leute. Aber es gibt natürlich viel, also menschlichere Lösungen und andere Leute für meine eigenen Probleme verantwortlich zu machen und dann zu sagen, so, wenn ihr herkommt, dann wird mein Leben schlechter, also was wollt ihr hier? Das ist natürlich großer Schwachsinn und tut richtig gehend weh, das zu beobachten. Weil das ist natürlich das maximale Ausmaß von Undankbarkeit. Die Werte, über die wir gerade sprechen, Dankbarkeit, Demut und so weiter, inwiefern ist der Glaube so dein Leitfaden für sowas? Das heißt, meine absolute Grundfeste und meine absolute Stabilisator ist mein Glaube, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das eben kein Zufall war, sondern dass das Ganze ist gewollt. Das ist zu groß und ist eigentlich in vielen Bereichen auch viel zu großartig, dass es aus einer Explosion entstanden sein könnte. Der Glaube führt mich durchs Leben und ist meine absolute, ist meine Reißleine, ist meine Leitlinie, ist für mich einfach unendlich wichtig. Ich lebe es meinem Empfinden nach nicht immer genug, habe aber das Gefühl, dass das verstanden wird. Also der Gott, den ich mittlerweile kennengelernt habe, für mich, der sagt, der ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber also so schlimm ist auch nicht. Also der darf dabei bleiben. So, also das ist einfach, ich habe nicht den Anspruch, ich bin froh, dass er so denkt. Was wäre das mit mir? Absolut. Keine Ahnung, es gibt keine Weltrangliste der Christen man muss ja nicht auf eins stehen, sondern man darf nicht vergessen. Und es muss einem immer bewusst sein. Und wir stehen ganz, ganz oft im Leben vor Situationen, wo wir, wenn wir diese moralische Leitlinie nicht haben,
hilflos sind und dann komplett alleine sind. Mhm. Gott wollte, dass wir ins Finale kommen. War das ein Fußballwunder? Dortmund, Malaga damals? Muss man da automatisch irgendwie an Gott denken? Ich glaube nicht an Fußballgott. Das ist einfach so. Ja, das ist mir schon klar. Es ist so, dass ich... ich glaube, er hat wirklich Wichtiges tun, als Fußball zu gucken. Wenn er ab und zu Bock hat, dann kann man auch mal ein Fußballspiel gucken. Aber das ist ja dann wie Fußballfan, du hast keinen Einfluss drauf. So, guck dir das an und freu dich mit. Fußball. Wann betest du? Nach wie vor nachts vorm Einschlafen, aber eben auch... Ja, ist es so ein festes Ritual? Also einfach, das ist einfach eine Reflexion. Okay. Meine Mutter hat mit mir hat einfach gebetet vorm Einschlafen, aber das ist der klassische schwäbische Mutter-Dings. Also, stimmt. So, das ist einfach, müde bin ich, gehe zu Bei mir war es ein klassisch schwäbische Mutter. Ja, so. Das ist eher so gewesen. Weißt du noch das so ein Kindergebet? Kennst du noch eins? Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bett sein. Amen. Geht noch weiter, glaube ich. Ich würde es nicht. Nee, aber können auch fertig sein. Ich bin nicht erleuchtet worden oder sowas, sondern ich habe einfach nur für mich erkannt, dass ich da jemand habe, der mir einfach, auf den ich mich verlassen kann. Und ich möchte gerne, dass es im umgekehrten Fall ähnlich gesehen wird. Mhm. Ich bin ja weit schwächer und nicht immer dieser verlässliche Partner, aber ich habe, einseitig ist es extrem verlässliche Partnerschaft und das ist absolut top. Heiligabend fährt hier so der fahrende Pfarrer durch die Gegend und macht dann so 30 Minuten Gottesdienste, also Ode Fröhliche, bam, 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 und dann geht's weiter. Und, The Driving Church. Ja, coole Aktion. Wahnsinn, weißt du, ich hab dir was mitgebracht, Schepper. Du hast mir mal erzählt, ist ja nicht das erste Mal, dass wir über den lieben Gott sprechen, du hast mir mal erzählt, dass sonntags auslaufen ist, in Mainz damals noch, und schwierig da in die Kirche zu gehen. Ich habe da was gefunden, die kleinste Kirche, und zwar ist es Church to Go. Geil, oder? Die kannst du dir aufklappen? Ich meine, Gott ist ja da, wo man an ihn denkt, ne? Das ist Church to Go. Na, das ist Kerze, ja, das ist ja das Kreuz. Da bist du schon in der Kirche dann. Ja. Dachte ich, das war's für dich? Vielen Dank erstmal. Ja, klar. Das ist großartig. Aus Holz. Ja, schwäbisches Holz. Wunderbar. Ja, wenn die Kerze anzündet, dann brennt die ganze Kirche. Muss mal aufpassen. When we talk about Christianity, da steckt der Christus drin. Weißt du eigentlich noch, wenn du so alte Interviews von 2004, weißt du, was du da damals gesagt hast? Wichtigste Person der Zeitgeschichte im Kicker? Jesus Christus. Das hat mich gewundert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Warum? Warum Jesus Christus? Für mich ist das einfach, weil es natürlich so ist. Ich meine, dass wir, da kommt jemand auf die Welt und hat, ich habe nur...
also klargestellte Aufgaben, aber es ist ja nicht so, also auch die waren auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es ist auch nicht so, dass man hier runterkommt und sagt, so, erstmal muss ich den Beweis antreten für alle, die gerade leben, dass es mich tatsächlich gibt, weil bisher war das nicht hundertprozentig klar, zumindest nicht allen. Also hat das schon mal, das war der positive Teil dieser Aufgabe, aber am Ende lasse ich mir alle Sünden auf und lasse mich dafür ans Kreuz nageln. Das ist jetzt nicht so. Und es ist einfach die einschneidendste Geschichte für mich als Christ aller Zeiten, logischerweise, weil sich damit alles verändert hat. Weil sich natürlich, es hat lange gedauert, bis das dann auch diese frohe Botschaft tatsächlich flächendeckend verkündet würde. Und auch auf diesem Weg ist nicht alles richtig gemacht worden. Aber ich lebe nun mal in der Jetztzeit und halte diese, das ist die großartigste Tat, die vollbracht wurde. Und wir werden alle nicht in der Lage sein, das auch nur im Ansatz natürlich leisten zu können, müssen wir aber auch nicht, weil wir haben ja jemanden, der das für uns tut. Das ist sehr, sehr tröstlich und deswegen, klar, einfache Antwort. Gute Antwort. Ausnahmsweise. You never walk alone. Wenn du durch den Sturm des Lebens gehst, halte deinen Kopf hoch, hold your head up high and don't be afraid. Und hab keine Angst vor der Dunkelheit, denn du läufst nie allein. Würdest du sagen, dieses Lied trifft so deine Glaubensvorstellung von Gott so volle Kanne? Ja, darum geht's ja. Ja. Gott lässt dich nie allein. Und deswegen, wenn du irgendwas machen möchtest, wo du komplett allein bist, also es kann niemals langanhaltend sein. Letztens eine Geschichte gehört von einem Bekannten, sein Sohn, kam im Schlafanzug die Treppe runter, so ein kleiner Knirps mit 6. Und die Eltern gucken und dann sagt er zu denen, Mama, Papa, ich bin gerade am Beten, braucht irgendjemand was? Das ist doch geil, oder? Ja. Fällt dir das leicht, so dieses kindliche Denken? Also mir fällt das manchmal schwer. Natürlich ist es schwerer heute. Mhm. Natürlich, wir sind natürlich im Gegensatz zu einem kleinen Kerl, haben wir natürlich schon ein paar Kerben auch abbekommen. Mhm. So, das ist natürlich, wir haben schon ein paar Mal festgestellt, dass München alleine jetzt erstmal nicht reicht. Und, Life is not easy. Yeah, it's not a wish concert. Life is not a wish concert. sondern dass das ja natürlich, dieser Teil. Also man kann sich das so erklären, der liebe Gott hat zu viel zu tun, als dass er sich um meine neuen Turnschuhe kümmern sollte. Mhm. Das ist also relativ einfach, aber ich finde es wunderschön, dass, eben, dass man als Kind eben genau diesen Glauben haben darf. So, ein Club davor, Mainz 05, dein Lieblingslied im Stadion, was gespielt wurde, wie ging das? Halt den Narrenspiegel dir vors Gesicht, bist du das wirklich, ist das dein wahres Ich? Na, 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 einmal im Jahr kann sich ein Narr so sehen, wir alle, wir leben im Schatten des Doms. Und Gott Jokus singt mit uns ein Halleluja. Wir halten unsere Fahnen schwenkend hoch in den Wind. Und danken, dass wir Gast auf Erden sind. Richtig. Schönen Abschluss kann man gar nicht finden. Ja, coole Hymne.
Wenn du deine Spieler motivierst, da knallt es schon ab und zu. Ja, ja, aber das ist Quatsch. Tut es weh? Nein. Ach, das ist ja okay. Ja, das ist nicht mehr. Das wird immer so, das aufgebauscht. Ja. Brauch mal so ein paar Erklärungen. Laufwege, was macht er? Er will ja immer auf der 10 spielen, hat er uns gesagt bei Bayern. Ja, ein bisschen absoluter Weltklasse-Spieler. Ja? Ja, ich liebe diesen Spieler, muss ich wirklich sagen. Okay. Ja, herausragend. David. Junge. Ja, Topos, Fan von dir. Ja, gut, wer nicht. Daniel. Ich wünsche ihm wirklich einfach nur Gesundheit. Den Rest regelt er dann von ganz alleine. So, Uja, sehr offensiv. Du machst die Abwehr hinten mit den drei Jungs. Oh. Du brauchst Laufwege. Ja. Ja, da müssen wir das ein bisschen defensiver aufstellen. Jetzt kommen sie, die langen Pfeile. David. Ja, da sind sie. Jetzt wird es ein echter Klopp langsam. Regelt alles. Ja, so. Geh doch mal ins Tor, ist doch gut. Ja, ist in Ordnung. Mein Vater war Torwart. Passt doch. So, Kachunga, Elias links. Kachunga, Elias. Muss, Kölner Junge übrigens. Muss defensiv mitarbeiten. Ja. Muss mit, als kotzen wahrscheinlich jetzt schon an. Aber ja, gut. Ja. So, jetzt muss einmal noch signiert werden hier, bitte. Okay, kein Ding. So, damit es ein echter, Jürgen ist. Echter Jürgen. Okay. Also, dann muss ich jetzt los, die Jungs ein bisschen einstellen. Nimm den Stift. Mein Dreamteam. Home to Germany. And I would say, hey brother, thank you for your time. No God problem. Bless you. Thank you. You too. Come one time home to Germany. Und ich sage dir eins, mein Tipp ist, ich sage, du wirst 2026 wirst du Bundestrainer. Nur damit wir es mal auf Band haben. 2026, Jungs. Guckt euch diese DVD an. Damals, wie hat der Kadel das gut? So, ich muss los mit den Jungs trainieren. Die Aufstellung kennt ihr jetzt. Bin weg. Ciao. So.